Zusammen, liebe Leute, und herzlich willkommen bei Darko TV wieder mal. Das mal aus der Quarantäne. Tag 1. Ich musste meinen Laden schliessen. Darko Tattoo ist zu. Ich weiss echt nicht, wie das weitergeht, das Ganze. Ich weiss vor allem nicht, wer uns Künstler das alles wird zahlen. Unsere Coiffeure und Kosmetikerinnen und Massageure und alles, alles. Uns Selbstständige allgemein. Wer zahlt uns das schlussendlich? SVA sagt, nein, ihr kriegt gar nichts. SVA ist nicht zuständig für das. Die sind nur zuständig für Arbeiter, Kurzarbeit, Zeug und Sachen. Der Bund ist selber viel zu überfordert mit der ganzen Situation. Die haben selber noch gar keine Lösung für das ganze Problem. Hat irgendwie eine Mailadresse gegeben, wo man kann seine Situation schildern und einfach irgendwann mal, wenn sie eine Antwort haben, würden sie halt zurückschreiben. Aber wenn das ist, das wissen sie glaube ich selber nicht. Das ist eben das, die Unwissenheit, ne? Und ja, jetzt bin ich halt zuhause am Chillen. Meine Frau hat mir einen fetten Passul zubereitet. Oh, Passul, Willi, Lecker, lecker. Das ist, damit ich nicht verhungere, da allein in Isolation. In den, ja, sind es glaube ich 5 Wochen. Wo ich jetzt da muss in Quarantäne hängen. Aber wenigstens habe ich etwas zum Essen. Das ist schon mal gut. Und ja, was machen wir denn heute Schönes, hä? Ich denke, das größte Problem ist, glaube ich, für alle, die Coiffeure sind zu. Aber zum Glück bin ich mal einer gsi. Also, tun wir mal jetzt Haare schneiden, hä? So, herzlich willkommen im Badezimmer. Ich zeige euch jetzt, wie ihr in dieser Quarantänezeit, wo ihr müsst zuhause bleiben und alles zu ist, selber eure Haare schneiden. Schaut zu und lernt. Als erstes wir nehmen die Maschine. So ein Aufsatz darf auch nicht fehlen. So, das Maschinenli ist eingesteckt. Meinen dicken Ranzen einfach ignorieren, gell? Weil der Fokus liegt heute am Kopf auf der Maschine und den Haaren. Nur noch schnell die Socken abziehen. Jetzt seht ihr, wie es funktioniert. Aufsatz nicht zu vergessen natürlich. Ich mache da jedes Mal, seht ihr das, 3 mm. 3 mm nehme ich hauptsächlich für die Seite. Weil da oben ist noch lässig, weißt, ich habe gedacht, lasse ich mal ein bisschen die Haare. Ich werde sie schon nicht so zusammenbinden da hinten wie so ein Müllsack. Aber finde ich noch lässig, so ein bisschen Haare zu haben. Ich habe recht lange Zeit Glatze getragen, sicher etwa 3-4 Jahre lang. Aber das hat mich dann irgendwann mal angeschissen. Hey, da sieht man mich ja noch ein bisschen.
Scheiße, ich sehe nicht kaputt aus. Hey, leck, du mir wie aus dem Urwald geflüchtet. Hey. Also, schaut zu. Schaut einfach im Spiegel, schön. Seht ihr euch ja, oder? Und dann machen wir einfach mal den. Immer schön anfangen mit der Seite. Ein bisschen freestylen, hinter den Ohren, so wie man sieht. Und ein bisschen um die Ohren, schön gleichmäßig, geschmeidig, ein paar Mal drüber. Die andere Seite genau gleich. Schauen oben immer den Strich, dass der eben gleichmäßig parallel ist mit der anderen Seite. Und schlussendlich für die hinten einfach den Spiegel rausnehmen. Ohne zwei Spiegel geht das nicht. Also, du schaust ein bisschen schräg im einen und dann siehst du den Hinterkopf im anderen. Und da habe ich mich auch noch rasiert, aber irgendwie sieht man das nicht mehr auf dem Video. Ist ja auch egal, das kann jeder selber, wie er will. Wie ihr seht, geht das gar nicht so schnell. Gut, es dauert auch keine Ewigkeit. Es kommt halt darauf an, wie detailliert mir selber ist, oder? Wichtig ist einfach da schön die Linie machen. Da hinten noch. Und da, dass einfach gleichmäßig Linie aussieht. Immer vorsichtig mit der Maschine, dass man sich nicht schneidet. Ich denke, jetzt sehe ich schon ein bisschen normaler aus, ein bisschen menschlicher. Jetzt tue ich noch das Ganze abwaschen. Überall Haare am Kleben. Und ja. So, die Haare sind jetzt abgewaschen. Den Boden habe ich ein bisschen aufgenommen, schön geputzt, damit es auch sauber ist. Ja, das wäre so die Frisur, die die heutigen Kiddies tragen. Irgendwie alles so in die Augen rein. Ich weiss nicht, von wo sie das haben. Vielleicht vom Capital Bra. Aber der hat sie, glaube ich, so bis da. Schön gerader Strich. Und dann machen sie ein bisschen den am Spiegel so. Und dann so. Und dann gehen sie so in den Ausgang. Rolli, Glitzer, Glitzer, Glitzer. Rolli, Glitzer, Glitzer. Und so. Ja, habe ich schon öfters gesehen. Aber leider bin ich leider nicht so in dem Stil. Und sie so gegen Kinder. Das, liebe Leute, das ist mein ultimativer super Gel für die Haare. Nur der und kein anderer. Got to be Ultra Glut. Schon wieder eine Schleichwerbung machen. Vielleicht werden sie ja irgendwann mal auf mich aufmerksam und buchen sie mich, um Werbung machen, professionell. Aber ich glaube weniger. Und ist super, ist non-sticky, also es klappt nicht so grusig, es ist schön geschmeidig, einfach für die Haare zu mir tun. Und man kann die Frisur noch ein bisschen abändern, so in den nächsten 15 Minuten, bis das ein bisschen härter wird. Aber nachher hebt das Picobello. Machst du am Morgen einmal den ganzen Tag, bis am Morgen früh, top Frisur, top. So, rühren wir mal ein bisschen rein. Leider ist das fast leer. Ich hoffe, dass sie nicht auch alles ausgehamstert aus den Läden. Ja, etwa das lange so, so lala. Schön gleichmäßig reinschmieren ein bisschen. Und einfach alles nach hinten. Im Spiegel gucken, dass man das auch schön richtig macht. Ja, sind schon recht lang oben. Könnten wir schon einmal schneiden. Aber leider erst in 5 Wochen. So. Sieht doch schon mal nach etwas aus. Das ist jetzt ein kleines Geheimnis, aber von dem nicht mehr. Ist Mühe, ganzes Mühe, ein bisschen am Finger. Verstreichen schön. Und ein bisschen im Bart hineinschmieren. Dass der auch schön geformt bleibt und nicht in alle Richtungen güchselt. Ja. So, meine Lieben, ich hoffe, ich kann euch mit dem einfachen, wunderbaren, nützlichen Lifehack ein bisschen helfen in diesen schwierigen Tagen.
in Quarantäne. Ich hoffe, ihr könnt das so umsetzen. Falls ihr irgendwelche Fragen sonst habt, dann schreibt mir, meldet euch ruhig. Ich denke, ist gar nicht mal so schlecht. Klar, wirst jetzt vielleicht jedes einzelne Hörli und so anschauen. Wer weiß, aber wenn man das gut frisiert mit Gel, ist das wunderbar. Und ja, ich denke, ist eventuell nützlich gewesen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich biege jetzt ein bisschen rein. Fette Passul. Immer erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Hä? Messina. Noch ein bisschen. Amazing. Amazing. Malokobaye und Mutra Josh. Beautiful. Beautiful. Juhu.